Ja, hallo Leute, hier ist der Lower Coach, Lower the Law of Attraction, das Universumgesetz der magnetischen Anziehung, das auf jedes Individuum wirkt, was da besagt, was du selbst aussendest mit deinen frei gewählten Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen, das erzeugt Vibrations. Deine Körperzellen, deine Organe, dein ganzer Körper, deine Mitmenschen und deine Umwelt reagieren entsprechend darauf. Was du siehst, das wirst du ernten. Wir durchleben gerade April 2020 die Corona-Krise, wo einem in den Medien ständig erzählt wird, dass sich Leute anstecken und gestorben sind von Coronaviren und die Leute laufen herum mit Masken und in Geschäfte kann man nur gehen mit Masken. Es ist eine surreale Szenerie, hat sich da aufgebaut, wo ständig in den Medien Ängste geschürt werden und von das Opferdenken erreicht nie geahnte Dimensionen. Uns wird ein Spiegel vorgehalten unseres Opferdenkens. Und das treibt Blüten, das ist unglaublich. Niemand ist Opfer. Ich bin nicht Opfer meiner Umstände oder meiner Mitmenschen. Du bist nicht Opfer deiner Umstände oder deiner Mitmenschen. Jeder Mensch zieht magnetisch seine Lebenserfahrungen an und sie passen immer eins zu eins zu den Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen, die derjenige hegt. Darum erlebt jeder Mensch eine andere Erfahrung. Selbst eineige Zwillinge und Geschwister erleben ganz andere Lebenserfahrungen, weil sie individuelle Gedanken, Gefühle und Überzeugungen hegen und pflegen. Es gibt keine Opfer, niemand tut jemand anderen irgendetwas Böses, ohne dass derjenige mit seinen Gedanken, Gefühlen, Überzeugungen das magnetisch anzieht, was ihm geschieht. Es gibt keine Opfer von Viren, von Verbrechern, von Systemen. Es gibt keine Opfer. Niemand tut dir irgendetwas an. Du selbst tust dir die Dinge an. Mit deinen frei gewählten Gedanken, Gefühlen, Überzeugungen. Gefällt dir nicht deine Alltagsrealität, was du tagtäglich anziehst? Du vielleicht immer wieder in selbe Situationen geratst? Dieses immer wieder in ähnliche Situationen zu geraten, muss dir ja irgendwann zu denken geben. Hey, vielleicht hat das mit mir selbst zu tun, mit meinem eigenen Gedanken, Gefühlen, Überzeugungen. Egal, wo du dich bewegst am Planeten, in Wien, in New York, in Hongkong, in Tokio, in Sydney. Immer wieder geschehen dir ähnliche Erfahrungen. Frag dich einmal, wie ist das möglich? Egal, wo du dich befindest am Planeten, dir geschehen ähnliche Erfahrungen. Warum? Weil du die Erfahrungen magnetisch anziehst, so wie jeder Mensch seine Lebenserfahrungen magnetisch anzieht. Es gibt keine Opfer, es gibt nur Schöpfer, die schöpferisch aus freien Willen heraus ihre Gedanken, Gefühle und Überzeugungen hegen und pflegen. Und aus diesen Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen, diese Gedanken, Gefühle und Überzeugungen erzeugen magnetische Wellen und
bringen dir die entsprechenden Lebenserfahrungen. Erkenne dich selbst in deinen Lebenserfahrungen. Erkenne deine eigenen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Nur so kannst du Veränderung bewirken. Sonst läufst du dein ganzes Leben von dir selbst davon. Erkenne dich selbst, akzeptiere deine Jetzt-Situation als von dir erschaffen. Das Gute ist, wenn diese Situation von dir erschaffen wurde, gedanklich, Gefühle und erzeugungsmäßig, dann kannst du sie auch verändern. Du selbst bist in der Machtposition deines Lebens. Niemand kann Macht über dich ausüben, wenn du ihm nicht die Macht dazu gibst. Keine Viren, keine Eltern, keine Lehrer, keine Systeme, keine Politiker, niemand kann deine Freiheit, deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen einschränken. Und so bist du frei. Du bist frei, dein Leben so zu gestalten, wie du es willst. Du bist frei, die Dinge anzuziehen, die du willst. Gerne helfe ich dir als Lower Coach dabei, diese angeborene Freiheit, diese Macht und diese Wertschätzung, die deine Quelle für dich bereit hält, zu akzeptieren und damit zu arbeiten, damit du deine Träume lebst. Denn darum bist du hier. Melde dich, ich coache dich gerne in ein paar Wochen. Ciao.